herzlich willkommen hier auf Flip. Ich bin Mirella. Und ich bin Regina. Und wir zeigen euch heute, wie ihr was ganz Besonderes, Süßes selber machen könnt. Cake Pops sind ja ein bisschen schwierig zu machen, aber diese Marshmallow Cake Pops sind echt super easy. Die sind wirklich richtig einfach und man kann wirklich alles Mögliche draufknallen, wie wir jetzt hier. Und wir zeigen euch hier unsere liebsten und besten Kreationen. Dafür brauchen wir Marshmallows, weiße Schokolade, blaue Lebensmittelfarbe, lila Fondant, Cake-Pop-Stäbchen, verschiedene Deko und Streusel zum Verzieren. Ich spieße jetzt schon mal die ersten Marshmallows auf. Während Mirella das macht, bereite ich schon mal die erste Dekoration vor. Dafür brauchen wir das lila Fondant. Wir wollen unseren Marshmallows nämlich Krönchen aufsetzen. Hier, so ein Stück. Und das muss erstmal flach gewalzt werden. Ach, der ist ja sogar schön weich hier. Manche unserer Marshmallow-Cake-Pops kriegen sogar auch ein Röckchen. Dafür spieße ich einfach so ein Muffin-Förmchen unten drunter und den Marshmallow oben drauf. Und das können wir dann natürlich auch noch verzieren. Ist ganz süß, oder? Ja, ist wirklich niedlich. So, ihr könnt jetzt natürlich euch einen Zahnstocher schnappen oder ein Messer und damit eine zackige Linie hier am Rand walzen. Oder ihr nehmt sowas, was ich jetzt hier habe. Versuchen das so rauszuschneiden. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe es mir einfacher vorgestellt. Ich habe meinen Marshmallows unten dran einfach so eine Muffin-Förmchen dran gepackt. Und jetzt färbe ich noch ein bisschen einen Teil von der geschmolzenen Schokolade in hellblau. Hellblau, geil. Ja. Eins habe ich schon ein bisschen, also fast fertig. Ich brauche nur noch eine gerade Linie, und zwar hier. Deswegen weg damit. Ich nehme jetzt so ein bisschen von der Lebensmittelfarbe. Die ist sehr stark, deswegen müssen wir mal gucken, was passiert. Das sieht aber schon geil aus. Ist ein bisschen grün geworden, weil das so gelb ist, die Schokolade. Nein, aber das geht schon, das ist so Pastell. Ich werde mich jetzt komplett kreativ austoben und das erste Marshmallow Cake Pop kreieren. Zwar kommt da erstmal Schokolade drauf. Eurer Kreativität sind da mal wieder keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt alles nehmen, was euch gefällt. Über Perlenkugeln, Glitzer, Herzchenförmchen. Es gibt alles Mögliche an Dekorationskram. Das könnt ihr alles schön auspacken und draufknallen, wie ihr lustig seid. Ich mache Herzchen drauf, weil ich mag das voll. Das sieht schon mal auf jeden Fall richtig süß aus, wie so ein kleines süßes Törtchen. Ich habe jetzt diesem Marshmallow eine Krone aufgesetzt, falls man das sieht. Das sieht aus wie so ein König, sieht ne? Sieht mega cool aus. Also ich habe einfach... Die gehören zusammen. Ja, ist wirklich so. Guck mal, die Lady und der König. Ich packe hier noch ein bisschen Schokolade ran, damit die auch ihr Röckchen nicht verliert. Stimmt, das ja. Muss dran kleben. Und jetzt habe ich vor, die Königin zu machen. Mal schauen, wie das wird. Also wir haben jetzt hier wieder so einen Fondant-Streifen, der an einem Ende gezackt ist. Und bei mir kommt noch Glitzer dazu. Oh ja. Ach, das ist süß. Ne? Es ist wirklich niedlich. Ihr könnt einfach so ein Stück Styropor nehmen und das auch noch so schön mit einer Serviette verkleiden und da dann die Cake Pops reintun. Zum Servieren und auch einfach zum Trocknen. Wir haben ja auch noch diese unglaublich süßen Mini-Marshmallows. Das sind kleine Babys. Das sieht eher aus wie so eine Blume, als dass es eine Krone geworden ist. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert. Bei mir kommt jetzt noch Kokosflocken drauf. Halbe, halbe geht natürlich auch. Und da kommt auch noch Glatzer drauf. Oh. Das Einfachste ist und einfach am besten schmeckt wegen der Kombo. Das ist Marshmallow, Schokolade und dann Kokos. Es sieht geil aus. Und es schmeckt so lecker. Hier haben wir übrigens einfach kleine Löcher in den Marshmallow geschnitten mit so einem Messer oder einer Schere. Und dann könnt ihr da diese Deko-Teile einfach reinstopfen. Und ich finde, das sieht richtig cool aus. Our collection is complete. Das ist auf jeden Fall ein cooles Party-Food auch. Das kann man super seinen Gästen anbieten. Macht toll was her. Wenn ihr das nachmacht, schickt uns auf jeden Fall euer Bild mit dem Hashtag FlipFood. Bei Fragen könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall ein Abo dalassen und einen Daumen hoch. Und zu weiteren Videos kommt ihr genau hier. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.